Ja, die Armee hat ihren Auftrag wunderbar erfüllt, sämtliche Steingolems und Wächter zu erledigen. Ha! Und damit ein herzliches Willkommen zurück. So, nachdem jetzt meine Armee wieder die Fläche geräumt hat, werde ich mal gucken. Ich klicke wahrscheinlich diese ganzen, ja, Dinger an und plötzlich kommt ein Gegner raus und killt mich. Das wäre jetzt sowas von Scheiße. Aber kann passieren. Ich hoffe es zwar nicht, aber kann passieren. Schauen wir mal, da ist ja eine. Das Symbol, das als erstes berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird. Nicht so schnell, Mann. Berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. What the fuck? Berührt werden. Okay. Was? Das muss ich mir mal. Als erstes berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Also heißt, warte mal. Ich habe ja hier so einen schönen Merkzettel, ja. Das erste. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ich weiß zwar nicht, wofür das ist, aber es wird auch für irgendwas gut sein. Das erste berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Okay. Erste. 1, 1. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Sprich. Es gibt hauptsächlich nur zwei Symbole. Das erste und das zweite. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss als zweites berührt werden. Ja, dann tauschen die praktischerweise die Plätze. Okay, das verstehe ich. Das muss ich. Das liegt. Ist das. Hat das was mit diesem großen Kringelleuchtfeld zu tun? Schauen wir mal. In der Oberfläche des Manahirs sind drei Symbole eingeritzt: ein Auge, eine Hand, ein Bluttropfen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Kann irgendjemand mal sagen, welche Reihenfolge? Aber das sind drei Symbole. Warte mal, das muss ich jetzt noch mal genauer gucken. Da steht ja was dabei. Das Symbol, das als erstes berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Ich habe aber keinen Plan, mit was man da anfängt. Ich glaube, ich fotografiere mir das mal ab und wo ist mein Handy? Da ist mein Handy. Lese mir das dann gleich nochmal, während ich das dann da mache, durch. Ich müsste das ja eigentlich langsam auswendig können, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich bin ein Sichergeher. Oh. Okay. Dann kann ich mich ja jetzt getrost diesem Felsen widmen. Das Symbol, das als erstes berührt wird. Okay. Das berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden.
so gut. Wenn ich das Auge drücke als erstes, wo ist mein Merktitel? Also, wenn ich das Auge drücke. Auge. Auge 1, 2 ist die Hand und der Bluttropfen 3. Das drücke, dann muss das letzte auch sein. Auge, ja. berührt wird, muss auch als letztes berührt werden. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Das vorletzte. Hä? Vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Ah, das heißt also, das muss einmal Auge sein. Das Symbol leuchtet unter der Berührung kurz auf. Dann einmal warte mal, habe ich das jetzt richtig gemacht? Also einmal das Auge, ja. Das Symbol, das als erstes berührt wird, als letztes, klar. Berührt werden. Okay. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Dann muss ich einmal den hier drücken. Bluttropfen. Wo leuchtet unter der Berührung kurz auf? Bluttropfen. Halt, ne, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Warte mal. Als erstes kommt das Auge. Als letztes muss das Auge auch kommen. Okay. Das Symbol, das als vorletztes berührt wird, muss auch als zweites berührt werden. Warte mal. Das ist vorletzte, der Bluttropfen ist wahrscheinlich. Blut, mache ich das jetzt einfach mal, um es zu verkürzen. Blut. Das Symbol, das heißt, vorletztes Problem, das zweites, ja, das ist auch Blut. Und dann müsste in der Mitte die Hand kommen. Also müsste jetzt die Hand kommen. Die Hand berühren. Das Symbol leuchtet unter der Berührung kurz auf. Und dann nochmal das Blut. Und dann nochmal das Auge. Und es ist nichts passiert. Ich habe was falsch gemacht. Hä? Irgendwie bin ich überfordert. Ich dachte... Ich bin verwirrt. Ich werde hier mal einen kurzen Cut, glaube ich, machen. Damit ich mir das mal ein bisschen durchdenken kann, wie das sein könnte hier mit diesen Dingen. Also ich lasse das hier so stehen, aber ich werde das jetzt nicht machen. Ich werde das jetzt einfach nur mal kurz pausieren, kurz drüber nachdenken, wie das sein kann. Und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal was anderes überlegt. Gerade einfach umgekehrt, sozusagen. Ich versuch's jetzt einfach mal, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann, ja, keine Ahnung. Also gut, dann machen wir das mal. Auge. Hand. Blut. Hand. Auge. Ist auch nicht. Da ist irgendwie eine Reihenfolge, von der ich keine Ahnung habe, wie die Reihenfolge ist. Vielleicht kommt die ja noch. Ich werde jetzt mal erstmal weiterhin gucken, was am Stissel ist. Ich habe ja noch ein paar Sachen hier, die ich machen kann.
Ja, lass doch los. Notiert ist das Zeug auf jeden Fall. Vielleicht muss ich jetzt auch gleich demnächst mal hier gegen den Riesen kämpfen. Ich meine, meine Armee ist groß genug dafür. Also ich werde den auf alle Fälle klein kriegen. Aber vorher will ich jetzt noch zu den Tiefleuten da. Was weiß ich, wie die heißen jetzt genau. Zwei Heilerinnen sind gestorben. Eine... Zwei Schwertkämpferinnen und überall zwei. Interessant. So, dann reißen wir mal zum Erdspalt. So. Schauen wir mal, was die wissen. Und wie mächtig diese Erd... oder Erdenklinge nun wirklich ist. Ich bin gespannt. Was wollt ihr, Mensch? Die Wächter sind besiegt. Ihr habt den Fluch bezwungen. So nehmt den Preis. Diese Klinge wurde mit der Kraft der Erde für euch geformt. Sie soll unseren neuen Bund besiegen. Yeah, Erdklinge. Kann sie nicht benutzen. Ich hab so eine Befürchtung. Hä? Jetzt sag mir nicht, das ist ein Questgegenstand. Es ist ein Questgegenstand. Nein! Ich werd verrückt. Naja, was soll's. Dann halt eben erstmal den Riesenplätten wahrscheinlich. Norden. Zack, drehen die gleich wieder um. Oder auch nicht. Ah, doch, schon haben sie umgedreht. Also zumindest einer von denen hat umgedreht. Ah, beide, okay. So. Hat jetzt irgendwie erwartet, irgendwie so ein Schwert zu bekommen, das, was weiß ich, irgendwie Schwertzauber raushaut, sobald man einen Gegner angreift damit. Aber gut. Sieht so aus, als wäre das nicht der Fall. Der war hier auch in der Nähe. Irgendwo war der. War der nicht sogar hier? Oh, da hinten liegt sogar noch was. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich das nicht eingesammelt zum Teufel? Ich dachte, ich hätte da alles eingesammelt. Ich hab's mir nur beobachtet, aber ich hab's nicht mitgenommen. Interessant. Okay, wo ist denn der? Da hinten ist er. Ich werde mal meine Armee direkt hinter mir parken. Ich habe so die Befürchtung, wenn wir den jetzt gleich mal auf das ansprechen, dass der nicht so gut auf uns zu sprechen ist. Unverzüglich. Verstanden. Schauen wir mal. Der Riese ignoriert euch völlig. Er spielt wie gebannt mit einem glitzernden Schmuckstück rum. Immer noch. Jetzt lass mich ran, jetzt darf ich zurückrennen wahrscheinlich. Ich habe ihn doch vorhin schon gefunden, zum Teufel! Die Rune befiehlt. Zu Befehl. Ach, wie doof ist das denn bitte? Unverzüglich. Mal, dann machen wir dahin. Die Armee bremst sich sowas von selber aus. Ich meine, das ist ja auch irgendwo realistisch. Eine Armee bremst sich immer selber aus. Als ein paar wenige Leute.
Also gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Krager, hieß der, glaube ich, und geben ihm die frohe Kunde, dass sein Bruder gefunden wurde. Vielleicht haben wir dann die Chance, ein bisschen an seinem an seinem Schatz rumzuschnuppern. Ob da irgendwas Wertvolles drin ist? Vielleicht finde ich ja auch da diesen letzten Pilz, den ich da brauche. War das der Elfenspreizling? Oh, ich guck mal eben. Giftzweck. Argetoring nach Magenkribbeln finde. Ich hätte ihn vielleicht fragen sollen danach. Nicht alle Pilze gefunden werden. Frag mal nach dem letzten noch fehlenden Pilz. Gut. Falls der da oben nicht sein sollte, werde ich fragen. Falls. So. Was ist? Ich habe euren Bruder entdeckt. Oh, der Lügling, Trügling, gerade einsam almen wird. Wo ist Braga? An einem See, nicht weit westlich von hier. Dort hält er sich versteckt, falls man das so nennen kann. Krager ihn zermalmen, aber Krager nicht kann weg, muss Wache halten. Soll ich mal kurz die Wache übernehmen? Soll ich kurz eure Wache übernehmen? Menschling, das machen will. Hier Wache stehen, dass Krager kann gehen und Braga zermalmen. Geht nur. Ich werde Brahirs Schatz mit meinem Leben verteidigen, wenn es nötig ist. Das hochanständig ist von Menschling, ja. Krager wird den Trügling bestrafen. Bis gleich zurück. Ihr hier so lange warten, aber nicht gehen an Schatz von Brahir. Krager wissen und Krager Menschling zermalmen. Nicht gehen an Schatz. Das ist ja fast schon eine Einladung dazu. Das sind ja wieder Trolle. Ich glaube, ich hol mir mal eben schon. Da, dummer Riesesform. Jetzt holen wir die Glitzersteine. Los, los! Ach du Scheiße, nein, bitte nicht. Das ist doch voll unfair, Mann. Das ist voll unfair, Alter! Ich wusste nicht, dass die auch noch kommen. Jetzt heißt es erstmal sich verpieseln. Ja, ich fühle mich sicher hier. Nein, ich fühle mich jetzt nicht mehr sicher hier. Pff. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Diebe, mein Schatz. Menschling schlecht. Krager ihn töten und zermalmen wird. Level 19. Ich werde ihn auslöschen. Das ist jetzt ärgerlich, Mann. Das ist richtig nochmal fucking ärgerlich. Wo bin ich eigentlich? Ach, da bin ich.
Oha, die waren jetzt aber doch schneller da als erwartet. Oh, der Krager ist aber auch auf dem Weg. Nicht gut. Ah, sehr schön. Das Monument hat ihn abgebremst. So eine Scheiße, Alter. Ja, da der jetzt allerdings aber auch schon böse auf mich ist, was soll's. Kann ich genauso gut auch das Zeug an mich nehmen. Boah. Alter, da sind richtig starke Sachen drin. Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Hat er jetzt vergessen, wo er hin will? Oh Mann, das wird richtig kacke. Oh, ihr Bogenschützinnen, ihr müsst zurück. Beschützt mich vor diesem riesen Ungetüm. Alter, dem seine Abwehr ist stärker. Boah, macht er viel Schaden. Der hängt da gut in der Ecke, der greift nicht mehr an. Schade, ich mochte ihn eigentlich sogar relativ. Aber gut, wenn er denkt, er müsste mich hier abfacken von der Seite, dann kriegt er halt eben die volle Breitseite. Auch wenn diese Breitseite nicht wirklich was bringt. Tja, da ist der Riese tot. Doof ist jetzt nur, dass ich jetzt nicht an das rankomme, was der hat. Scheiße. Wenn ich das gewusst hätte, Mann. Aber da kann man mal sehen. Einmal nicht aufgepasst. Aber naja, gut. Die Folge hat ja auch schon wieder Überlänge, Mensch. Oh, ich komme gerade nicht aus diesen Überlänge-Folgen raus. Nun gut, da würde ich mal sagen, wir haben uns als Riesentöter endgültig bewiesen. Das ist schon der zweite auf der Liste. Ja, wer weiß, vielleicht in der nächsten Folge, der dritten. Da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.